88% meiner Zuschauer haben kein Abo. Um nichts mehr zu verpassen, abonniert den Kanal und nehmt als Dank die Glocke mit. Und wenn euch das Video gefällt, zeigt es mit eurem Daumen. Ach, und wenn wir gerade schon dabei sind, folgt mir auch auf Instagram, Facebook, Twitter und Twitch. Danke für euren Support. Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Dirt Rally 2.0. So, was machen wir? Wir könnten eine neue Rallye-Karriere anfangen. Wir sind ja in den Clubman aufgestiegen. Das einzige Problem, was ich habe, ich wollte ja mit einem neuen Fahrzeug fahren. Wir haben jetzt hier zwei. Die Frage ist, kann ich mir jetzt irgendeins kaufen oder so? Weil ich sehe ja hier nicht. Was sieht man hier? Clubman. Man sieht hier Belohnungen. Man kann auf Details klicken. Man sieht hier die Etappen. Ui. Sieht ein bisschen gleich aus wie beim ersten Mal, aber wir fahren 6 Etappen anstatt nur 4. Wir sind, glaube ich, das eine Mal 4 gefahren, jetzt 6. Aber man sieht hier nicht. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Jetzt kann man hier kann man so ein bisschen reinschauen. Habe ich irgendwie? Nee, habe ich nicht, oder? Alter, nur einmal reparieren. Können wir immer nur einmal reparieren bei 6 Etappen. Alter, 16 Kilometer. Ja, egal. Ja, dann machen wir es eben anders. Dann kaufen wir jetzt halt einfach mal ein Fahrzeug und hoffen, dass wir es benutzen können, oder? Wir haben hier jetzt ein H2 Heckantrieb. Wir hatten 115 PS. Okay, Alter, 230. Obwohl es eigentlich auch nur ein Fiat Abarth ist. ja, soll jetzt nicht schlecht sein. Opel Kadett 240. Wir könnten in die H3 gehen. Passt sogar. 3, M3. Das hat der. Oh, 280 PS. Schon ein bisschen hart. Lancia Stratos. Was ist so mit den Kosten? Ja, okay, es geht. Höher würde ich jetzt vielleicht gar nicht gehen. Hier ein Ford Sierra. Dann wieder. Aber der hat sogar jetzt schon Allrad. Dann ist halt die Frage, R2 oder so. Irgendwo gibt es halt auch vielleicht dann eine Klasse, wo man dann sagen kann, wo man vielleicht nur in eine Rallycross fahren darf. Ich weiß es eben nicht. Da habe ich mich noch zu wenig informiert, aber steht ja auch nichts dran. Aber hier Rallye GT. Da sind halt schon die fetten Karren drin, gell? Der sieht auch interessant aus. Oh, kostet nur 20. Hat aber nur 120 PS, aber der könnte, glaube ich, ganz schön abgehen. Kann man hier irgendwas noch rausschauen? Chronik, Info. Irgendwie so geil, dass irgendwo steht, so, keine Ahnung. Von der Geschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit und Beschleunigung, wie so die Werte sind. Guck mal, wir haben 1,8 Millionen Credits. Das wollte ich eben gerade ein bisschen schauen. Aber so die teuersten kosten nur so 300 rum. Also müssen wir jetzt auch nicht unbedingt so aufs Geld achten. Dann würde ich mal sagen, ich hole mir einen aus der H2. Das Problem ist. So, ja, die Frage ist. Also der fällt so ein bisschen raus, würde ich sagen. Entweder Fiat oder Opel. Die Sache ist, Fiat schwerer und weniger PS. Aber wenn er halt mehr PS hat und leichter ist, wenn er dann ein bisschen zu leicht ist, dann ist es halt vielleicht noch ein bisschen schwieriger zu fahren. Fiat, Opel, Fiat, Opel. Fahr mehr kostet auch mehr. Ich weiß es nicht. Ich nehme es einfach mal. Gefühlsmäßig den Fiat mit. Ja, schauen, wir kaufen ihn. So, Lackierung. So grün. Mit dem Orange sieht eigentlich auch gar nicht mal so schlecht aus. Blau. So dunkel. Nehmen wir den da. So, dann legen wir los. Ich hoffe, ich kann jetzt auch auswählen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd, wenn wir erst noch eine Liga höher müssten. Nee, da ist er. Legen wir los. Ach, wir haben Gebrauch gekauft, gell? Und jetzt hat er schon ein paar Schäden, aber nein, es kostet was. Wieso kostet das jetzt plötzlich was? Liegt es jetzt daran, weil dass wir halt eine Klasse aufgestiegen sind oder am Fahrzeug selber? Oh nein. Hier müssen wir noch ein bisschen fahren, damit wir hier die Sachen bekommen. Die würde ich dann auch alle einbauen. Die Upgrades. Die können wir schon mal reinballern, Alter. Da machen wir alles rein.
Motor müssen wir ein bisschen fahren und dann geht's los. Nach Polen. Polen sind wir mal wieder. Ui, bin ich mir unsicher. Sind wir letztes Mal auch in Polen gefahren? 13,42 Kilometer, okay. Sieht auch gar nicht so extrem kurvig aus. Wir sind, glaube ich, auch gefahren, aber es war halt ganz am Anfang. Das war auch so ein bisschen meine Eingewöhnungsphase und alles drum und dran. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. So, Wetter. Es geht. Ein paar Wolken sind da, aber... Okay, ich bin sehr gespannt, wie er sich fahren lässt. Vor allem Heckantrieb. Und, ja, gut über 100 PS mehr. Von 115 auf 230. So, jetzt habe ich immer noch nicht geschaut wegen dem Sprecher. Aber, naja, egal. So, wann dürfen wir loslegen? So, er hört sich natürlich ein bisschen anders an. Ich fand aber unser erstes Auto rein so vom Sound. Ja, okay, hat schon ein bisschen was. Aber so beim Start fand ich den Lancia vom Sound ja ein bisschen besser. Aber man merkt halt schon, guck mal, 160. Alter, okay. Kein sehr extra Gang. Uiuiui, Alter. Wir machen erstmal einen Abflug. Alter. Mal ganz anders zu fahren, Leute. Okay. Der geht ja ab, du. Okay, ist halt was ganz anderes mit Front und Heck. Aber dass es so einen krassen Unterschied macht, müssen wir ein bisschen schauen. Wann wir geradeaus fahren. Aber so viel schneller ist er gar nicht. Ich denke, das macht dann eher so ein bisschen was beim Ausbeschleunigen. Oh, Alter, da müssen wir schon aufpassen. Okay, wir müssen... Ja, erstmal eine Strafe, genau, nice. Wir müssen erstmal so ein bisschen reinkommen und gucken. Er lässt sich halt schon anders fahren, gell? Alter, guck mal, wenn er da so kommt, ist extrem schwer, den zu halten. Okay, die ersten Etappen können vielleicht ein bisschen von Arsch sein. Wobei, wir haben ja ein bisschen länger. Ja, vielleicht bei den anderen Etappen dann ein bisschen... Alter! Okay, dann hier ein bisschen eine Gegend. Guck mal, Alter! Wie der sich gleich wieder dreht. Ist doch extrem, Leute. Also ist ja nicht... Also, was kaputt ist, ist glaube ich eben noch nicht, aber... Richtig übel. Der gleich wegdreht. Doch richtig. Alter, ich habe. Ey, Leute, ich habe richtig Schiss zum Lenken. Ich traue mich gar nicht zu lenken, weil ich immer denke, so, okay, mich dreht es dann eh gleich wieder. Zum Glück haben wir eine Strecke, die relativ geradeaus. Oh, voller Sprung. 34. Alter, ich muss aufpassen, wir müssen drei Etappen fahren, Alter. Bis wir reparieren. Keine Chance. Keine Chance, Alter. Keine Chance. Voll krass, ey. Ich glaube, ich gehe wieder auf den Frontantriebler. Oh, hier, ein bisschen Asphalt. Oh, Alter, schnell, schnell. Also, ja. Guck mal, wie er wegrutscht, Alter. Ich komme gerade gar nicht klar. Ich komme wirklich gerade gar nicht. Oha. Aber auf Asphalt kann es vielleicht ein bisschen besser sein. Aber ich denke mal, wir werden nicht sehr lange auf Asphalt fahren. Habe ich jetzt nicht so genau geschaut. Also ich bremse auch ein bisschen zu spät. Muss man auch dazu sagen. Interessant wäre es jetzt mal so langsam. Boah, gerade noch so, ey. Aber glaube auch nur wegen diesem komischen Huppel hier. Wäre mal cool, wenn wir so langsam mal so ein bisschen den Wagen unter Kontrolle bekommen. Und dann können wir schauen, ob wir auch wieder ein bisschen Zeit aufholen können. Weil ich bin hier auch einfach zu schnell. Alter. Was ist hier los? Ich glaube, ich müsste doch zuerst hier in den Allradbereich gehen.
Heck. Mann, ich mache nicht mal viel. Was ist denn hier los? Ich fahre über die Wiese. Was ist denn da los, Alter? Ich mache nicht mal viel und er geht halt einfach so in die Drehung rein. Ja, der Fiat vielleicht doch besser gewesen, oder? Ja, ich glaube, so viel Unterschied machen die auch nicht. So, Motorhaube geht auch weg. Schon ein bisschen... Guck mal, Alter! Das war auch schon wieder knapp. Alter. Wieso? Klassenführer ist halt schon mal ein Abschnitt weiter vorne. Muss hier erstmal klarkommen. Eine Minute. Déjà-vu an letzten Part mit der Herausforderung. So, Alter. Ich habe jetzt so Schiss zu lenken. Alter, aber langsam? Ich weiß nicht. Aber es kam jetzt noch keine... Nein, es kam noch keine richtige Situation, wo er so extrem schnell so weggegangen ist. Boah. Das gewusst, wenn es so anstrengend wird, hätte ich ein anderes Auto geholt. Ja, wobei die 70.000, 80.000, wo ich da jetzt... Alter, wenn er einmal... Wenn er wieder so dagegen kommt... Wenn man gerade wieder so fangen möchte und dann in die andere Richtung so abhaut. So, oh, das war knapp, Alter. Alter, ich verliere so viel Zeit. Was werden wir jetzt haben? Eine Minute waren wir, glaub. 1,8. Krass. So, Alter, okay. Bisschen Gas geben und der geht auch weg. Oh, Leute. Leute, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ah, wieso bin ich von der Bremse gegangen, Leute? Ich dachte, ich bin noch ein bisschen weiter hinten. Deshalb bin ich von der Bremse nochmal kurz gegangen, aber das war eigentlich der Fehler. Es hätte gut gepasst. Ich glaube, das erste Mal, wo ich angefangen habe zu bremsen, war fast richtig gut. Aber wenn man zwischendrin dann mal kurz die Bremse löst, wenn man denkt, es ist noch mal ein bisschen weiter hinten. Nein, zu viel Gas. Alter. So. Okay. Ja, Problem. Ich habe jetzt gerade auch noch ein bisschen auf die Platzierung geschaut. Habe ich dann so gefragt, so 27. Ist das der letzte Platz oder kommen noch welche? Ist noch jemand noch schlechter als ich? Aber vermutlich ist 27 der letzte Platz. Und dann... Alter, man muss sich so auf den Wagen konzentrieren. Ich würde mal halt so ein bisschen was aufholen gerne. Dass ich mal sehe, so, hey, ich habe mal was aufgeholt, dass es auch geht. Aber bis jetzt nur Minus... Du musst dich hier mit Vollgas durchfahren? Vielleicht ist auch das Problem, dass man hier gar nicht mit Vollgas durchfahren muss. Mach mal ein bisschen langsamer. Wenn ihr beim Rausbeschleunigen gleich nochmal ein bisschen dagegen gelenkt, dass er nicht kommt. So, na, das war ein bisschen zu viel. ...1,23? Nee, ich glaube, ich war bei 1,20, gell? Wollte schon sagen, habe ich mich gebessert. Aber dann hätte er was grün sein müssen, oder? Haben wir wieder 3 Sekunden verloren? War ich... Was war in dem Abschnitt? War es mal ein bisschen langsamer. Ja, okay, aber hier so geradeaus, gell? Sollten wir halt eigentlich Vollgas geben. Alles mit 6. Oh, Achtung. So, Alter. Wie ging so eine Wand? Nein, ins Ziel.
Okay, rückwärts ins Ziel. Alter, es ist schon so krass anders. Ich weiß es nicht, auch wegen der Schwierigkeit. Die Schwierigkeit ist jetzt wohl, denke ich mal, auch ein bisschen hochgegangen. Dann halt noch das Problem mit dem Handling des Wagens. Alter, schon. Alter, wie sieht mein Auto aus? Alter. Okay. Alter Falter. Wie schaut's aus? Wo bin ich? Ach, da unten. Hä, Platz 30, Alter. Bei 27 war nicht mal letzter. Karosserieschaden, kaputte Scheinwerfer, hohe Motortemperatur. Okay, Kühler hat wohl was abbekommen. Alter Falter, Leute. Das kann doch interessant werden, muss ich ehrlich sagen.